Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved und wir sind immer noch dabei. Ich crafte in der Zwischenzeit immer noch ein paar kleine Foundations, wenn ich es denn kann. 20 Thatch fehlt uns. Ach so, Thatch, Moment. Aha, falsches Ding. 20 Thatch fehlt uns. Ist ja kein Problem. Oh, doch vielleicht ein bisschen. So. Okay, machen wir das noch schnell klar. Na, gucken wir mal. Ich glaube, man muss räumlich relativ nah beieinander stehen, um die Gemeinschaftserfahrung zu bekommen. Weil ich sehe jetzt auch oben keine. Ich weiß nicht, was die anderen beiden machen. Und wie gesagt, wir stellen natürlich den Server dann noch bald um. Dass er eben, dass man sich nicht global hört. Das finde ich total doof. Da habe ich nicht aufgepasst beim Einstellen vom Server. Ja. Jo. Wo seid ihr denn hier gerade? Ich bin direkt neben dir, also hinter dir jetzt. Hier, hinter dir! Ah! Kann ich für irgendwas jetzt helfen? Irgendwie was craften noch für euch, oder? Wir sammeln jetzt halt gerade so ein bisschen Zeug ein, dann, wenn wir uns dann auf dem Weg in die Richtung Inselmitte machen. Oder beziehungsweise weiter in die Insel rein, wo wir dann halt wirklich eine Base aufbauen. Also jetzt erstmal geht es eigentlich nur darum, Erfahrung zu sammeln und halt Rohstoffe, ein bisschen Holz und sowas, was man halt so braucht. Zumindest bis wir die ersten Dinos zähmen können, damit wir halt schnell in die Insel reinkommen. Beziehungsweise. Ja, Dinos zähmen, da habe ich absolut noch keine Erfahrung. Ja, das habe ich auch nicht. Ich glaube, da ist PK ein bisschen am Start mit Dinos zähmen. Da hat er, glaube ich, mehr Erfahrung. Auch nur über irgendwelche Let's Plays angeguckt. Okay. Okay, das ist schon mal besser als nichts, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, also ich würde jetzt sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir ein bisschen Rohstoffe farmen. Ich baue ein bisschen an unserer Hütte rum, dass die noch ein bisschen imposanter wirkt. Und, ja, dann gucken wir halt einfach mal, wo wir rauskommen. Also ich mache jetzt da um unsere Hütte nochmal eine Reihe rum Foundations. Und kann einer von euch irgendwelche Fenster oder sowas machen? Also so Wooden Walls oder sowas? Nee, Quatsch. Wie heißen die Dinger? Ich bin auf gar nicht auf Base baue, ja, weil ich ja weiß, dass du das ganz gerne machst. Oh ja, das stimmt. Ich schaue gerade, wie die Dinger heißen. Ich habe ehrlich gesagt gerade auch keine Ahnung. Es gibt die Doorways, aber ich dachte, da gab es auch nochmal welche mit Fenstern. Weiter unten, wenn überhaupt. Ja, naja, weiter unten gibt es auf jeden Fall was. Fensterbau geht irgendwie los. Oh, da haben wir noch wegen hin. Das dauert noch ein bisschen. Ja, dann baue ich jetzt erstmal ein bisschen Foundations und dann erweitern wir halt ein bisschen die Bude. Müssen wir mal gucken, ob das Sinn macht. Zumindest bis wir vielleicht bis so die ersten, ich würde mal sagen, wenn wir so 5 Leute rum sind, dann können wir mal so in die Insel reinmarschieren. Dann lohnt sich auch mal eine größere Base zu bauen mit Dino-Gehege und sowas. Muss er den Gönner mal fragen, der macht bestimmt mit. Ja, muss mal gucken, ob er Bock hat. Ich habe ihn jetzt noch nicht erreicht. Ja, er schläft noch wahrscheinlich. Ist gar nicht so abwegig. Nee. Na Judi, dann... So, ich gehe jagen. Genau, und ich gehe Holz sammeln für Budenbau. Ihr könnt ja zusammen jagen gehen, ja. Das ist ein bisschen sicherer. Ja, kommst du mit? Auf jeden Fall bin ich dabei. Alles klar, dann go, go. Dabei. Ja, die zwei sind jetzt unterwegs, das ist super nice. Und ich mache jetzt hier mal ein bisschen Thatch noch abholen. Haben wir Raptor gejagt? Nein. Mach mal das. Da höre ich leichtes Unwohlsein bei Ralle raus. Was? Ein Raptor? Bist du bescheuert? Super cool. Für den Vorderen, die vorne? Moment, ich bin gleich da, ich bin nicht so schnell wie... Das ist ein bisschen irritierend, wenn die so weit weg sind, aber man sie trotzdem hört, ne? Also das müssen wir unbedingt umschalten. Das muss ein bisschen anders sein, das gefällt mir jetzt so nicht. Den kann ich in die Wolle?
Den hier vorne gleich, ja. Aufpassen, der verspült seinen komischen Scheiß. Dann bist du erstmal ja, ich greife an. Voll cool. Ich sehe es kommen, das wird so episch nice. Ja, wenn dann so viele Leute dann auch noch außenrum sind und dann einfach Bewegung in dem ganzen Ding ist und es sind, die Leute machen was und tun was. Das wird so cool, das, ich sag's euch, das wird einfach nur episch nice. Oh, also, jetzt kann man hier heiß, mehr wart nicht. Die Bäume eskalieren wieder. Das passiert ab und an mal. So. Gerade Graham und noch einer hier. Jetzt gucken wir mal. Foundations. Tatch brauchen wir immer noch. Wir haben aber auch Bären ohne Ende dabei. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen ein bisschen was zu trinken. Brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, ich packe jetzt mal Bären rein. Warte. So. Okay, jetzt haben wir uns auf jeden Fall mal vollgepumpt. Oh, ist das cool, ey. Mal gucken. Einmal Fleisch. Ich muss erstmal wieder ran. Schön. So, haben wir hier noch Fleisch oder irgendwas? Ja, ist wahrscheinlich wieder viel kaputt gegangen. Nee, gar nicht mal so. Komm mit nach links. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, das mit dem Server umstellen mache ich auf jeden Fall noch, dass man sich halt nur hört, wenn man auch wirklich in der Nähe ist. Weil das finde ich ein bisschen irritierend, wenn man alle hört auf dem ganzen Server. Ist auch nicht unbedingt so realistisch, weißt du? Das ist fast wie ein Streichelzoo hier, wa? Ja, zuerst die Lodos. Am besten mit der Axt gleich. Okay. Was fehlt uns jetzt noch wieder für die... Also Tetch brauchen wir, haben wir genug. Nee, brauchen wir noch mehr und Fiber brauchen wir auch noch mehr. Okay, alles klar, müssen wir jetzt Fiber mal ein bisschen organisieren. Ist halt immer so ein bisschen, ne? Musst du rumlaufen und Fiber holen, das ist halt ein bisschen nervig, ne? Aber was soll's. Nimmst du hier den Pflanzenfresser hier vor mir? Alle 20. Die Jungs sind auf jeden Fall fleißig dabei zu farmen. Ich finde das total super. Wenn ihr mich sehen könntet, ich grins die ganze Zeit. Ich finde das mega nice. Die sind verdammt schnell, wenn man die angreift. Das hab ich schon mal gemacht. Ja. Da oben ist noch einer. Mitten. Was wir sind ja noch. Und Dodo! So, jetzt hier nochmal wieder mehr Fiber zusammenfinden. So. Jetzt haben wir dann auf jeden Fall erstmal wieder, also ich habe jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, keine Ahnung, 10 Folgen aufgenommen. Also, das macht echt so Bock, das ist unglaublich. Macht mir gerade richtig Spaß. Ich finde das gerade mega. So, haben wir das noch weg? Jetzt hängt der Server gerade. Das ist nicht gewesen, der ist ganz schön. Zweimal haben wir jetzt gerade. Wow, Level Up. Sehr nice. Komm her. Hier, Level 10. Levels. Haben wir keine Punkte jetzt bekommen? Doch, oder? Ach nee, wir müssen, glaube ich, erstmal das. Okay, dann müssen wir das erstmal. Ich skill jetzt mal ein bisschen auf Höhe. 14. Okay, wir können den Sattel könnten wir machen. Wir haben aber den Sattel schon. Wir könnten so eine Schlinge machen. A simple range weapon. Okay. Needs damage from afar. Better for knocking out a target. For knocking out a target. Okay. A stone to fire braucht man dafür. Okay, also Fernkampf wäre, finde ich ja schon ziemlich cool. Wo ist der mit Level 11? Den machen wir auch gleich. Wir könnten auch den Pot noch machen. Must contain basic fuel, light fire. Put various ingredients with water in this to make soups, stews and dyes. Okay. Okay, das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Was können wir hier unten noch machen? Ein Fernrohr können wir bauen. Gunpowder. Necessary for... Wow, das ist ja nice. So ein Gunpowder-Dings, da wäre doch cool. Small Corp. Okay, da können wir... Parasaurus-Sattel.
Oh, den machen wir auf jeden Fall. Den lernen wir. Der muss sein. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen, da könnte man Spikes oder sowas lernen, will ich aber jetzt eigentlich gerade gar nicht. Was braucht noch ein bisschen? Bla bla bla. Narcotics ist okay. Was ist das? Spark Powder, created by grinding Flint. With stone and a motor. Ah, okay. Dann brauchen wir das Ding dazu. Können wir Spark Powder machen, das könnte man eigentlich auch lernen. Beziehungsweise, wir sparen. Wir sparen das. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, eben so einen Sattel zu craften. Alle 24. Wieso bist du so schnell, sag mal? Ich? Okay. Ja. Hide. Drück mal über's, haben wir den Parasaurus-Sattel oder nee, wir haben den anderen Sattel, ne? Wie nominal, Alter, genau. Nach oben, den Lauf. Hide 80. Alter, Fiber 50 und Wood 15. Das schaffen wir so schnell jetzt auch nicht, glaube ich. Wir machen weiter im Base-Building. Ist auf jeden Fall mega, mega heftig, was man dafür, was man da machen kann, ne? Also, finde ich super. Jetzt sind wir auch gleich überladen. Ich renne mal schnell. Ach nee, können wir jetzt nicht. Jetzt die Axt kaputt. Sehr schön. So, zurück zur Hütte. Die Jungs kommen heim, das heißt, mein Stichwort beginnt. Ja, wir werden dann auch langsam heimgehen. Aber nur so langsam, ja, wir haben ja noch Zeit. Vier Touch. Okay, jetzt sammle ich noch ein bisschen Pflanzenteile. Vielleicht kommen wir nämlich dann noch auf ein paar weitere. Foundation. So zwei oder so wäre noch cool, wenn wir die noch zusammenbekommen würden. Aber viel Fiber ist jetzt hier auch nicht, ne? Ja, Freunde, bei der nächsten Session ist auf jeden Fall die Einstellung so geändert, dass man wirklich sich nur hört, wenn man in der unmittelbaren Umgebung zueinander ist. Ich finde das einfach cooler. So, jetzt sind wir echt endgültig überladen. Aber eins geht noch. Oder? Geht das noch? Foundation. Foundation, Simple Bed. Wo ist die Foundation? Da. Ah ne, brauchen wir noch Wut dafür. Hm, okay, dann laufe ich jetzt mal langsam zurück. Also ich habe den nächsten Sattel erforscht. Diesen Parasaurus-Sattel. Sattel. Da brauchen wir aber 80 Hide dafür. Was? Ich hab 27. Ich hab 21. Ich hab, glaube ich, nix. Nee, warte, ich hab 4 oder so, ja. Aber da brauchen wir auch mehr dafür. Also da müsste man gezielt drauf hingehen, dass wir da uns, was weiß ich, 3 oder 4 Stück von herstellen. Und dann einen nach dem anderen erlegen. Hast du Fleischball? Ah, nee, das hier. So, wir bauen jetzt hier erstmal weiter. Und jetzt können wir wieder laufen, das ist schon mal sehr angenehm. Wie gesagt, der Plan ist der jetzt, wir erweitern die Hütte einfach mal ein bisschen und gucken, vielleicht verlegen wir einfach irgendwann die Wände nach außen. Was war das jetzt? Kaputt gegangen. Warum ist die kaputt gegangen? Und rein in die Bude. Alle am Futtern, ey. Alle am Futtern hier. Ja, die hungrigen Jäger. Ja, ist richtig ja, so. Was das muss, ne? Sehr cool. So, wir haben jetzt Necroberries. Da haben wir noch ein bisschen was hier. In die letzte Kiste hier, die passt das Leder rein. Alles klar. Da habe ich schon 36 drin. Ich habe schon 36 rein. So, jetzt haben wir da noch ein bisschen was dazu gepackt, dann ist das in Ordnung. Hier haben wir echt viel Zeug, ey. Ich könnte jetzt einfach mal hergehen und das ganze Thatch noch mitnehmen und das ganze Fiber. Sind wir wahrscheinlich instant überladen, das macht aber jetzt aber gerade gar nichts. Bewegen können wir uns wahrscheinlich jetzt nicht, macht aber nichts.
Weil ich kann die Foundations jetzt bauen. Was fehlt uns jetzt dafür? Thatch. Fehlt uns noch. Haben wir da irgendwo noch Thatch eingelagert? Wäre bestimmt irgendwo noch, oder? Thatch, 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 Thatch. Nee, da nicht. Und da haben wir noch 100 Stück. Perfekt. Wir können uns nicht mehr bewegen. Wir sind so überladen. Alles zu spät. Warten wir noch, bis die weg sind. Und dann können wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir es sogar wirklich unter die Menge. Nee, schaffen wir nicht ganz. Packen wir das Deep Wood wieder hier rein. So, okay. Jetzt sollten wir uns bewegen können. Bin auch langsam. Nö, sogar gar nicht mal so langsam. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind ziemlich weit gekommen jetzt. Nochmal so ein bisschen Wood mitnehmen ist in Ordnung. Fiber können wir auch noch ein bisschen brauchen. Und dann können wir nämlich auch noch die letzte machen. So. Haben wir nämlich hier schon mal ein richtig coolen Außenbereich. Da habe ich so die Überlegung gehabt, wenn wir eben sowas wie Wände oder sowas mit Fenstern machen könnten, dann könnten wir das hier auf der Seite so alles mit Fenstern auskleiden. Da hätten wir wie so eine Art Wehrgang nochmal. So ein also erstmal den äußeren Verteidigungsring, einmal um die Bude rum. Und innen drin halt dann den inneren Bereich, wo man halt gar nicht mehr reinkommt, wenn alles zu spät ist. Ne? Dafür so die Ecke gedacht. Spoiled Meat haben wir gerade noch am Start. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz reingehen. Hunger haben wir ein bisschen, dann nehme ich mal schnell ein bisschen. Schmeißen wir das Boiled Meat hier rein. Ja, ich glaube, um das zu machen, brauchen wir tatsächlich dann auch, brauchen wir dann auch die passenden, erstmal die, ja, wie soll ich sagen, die Grundvoraussetzungen, um das herzustellen, weil ich kann jetzt hier auch nichts klicken oder so, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Aber, vielleicht klappt's ja. Wäre ziemlich nice. Wenn es klappt, wäre es cool. So. Ziemlich voll, das Ding. Sieht zumindest voll aus. Okay. Na, Juti. Wir werden schon langsam immer besser, ey. Also, es ist kalt, aber wir frieren nicht mehr bis wie Schneider, weil wir echt gut dabei sind. Ralle ist da hinten. Gehen wir den mal supporten. Metall wäre cool. Das brauchen wir kurz oder lang sowieso. Also Metall brauchen wir eh immer. Beziehungsweise es tut ja auch nicht weh, wenn man den Mist hier wegschlägt. Weil dann sieht man auch mehr. Und wer weiß, wofür man diese Steine dann später nochmal braucht. Das kann man nie wissen. Ja, Freunde, aber wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Und wer weiß, was dann passiert, dann ist nämlich die neue Aufnahmesession am Start. Und dann wird's richtig cool. Bis dann, schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg, auf ZwergTube, tschö.